So, hallo meine Lieben. Willkommen zur Episode 15. Diesmal machen wir eine Zeitreise und diesmal ist wieder jemand aufgetaucht. Für die, die sie noch nicht kennen, das ist sozusagen die meistgehasste weibliche Person in diesem Spiel. Also ich habe noch von niemandem gehört, dass sie die mögen oder nur ansatzweise verstehen. Und ja, mehr werde ich euch jetzt nicht verraten, sondern ich starte jetzt gleich die Episode. Und zwar eben mit dem Titel Eine Zeitreise. Wer ist das Mädchen, das am Ende des Konzerts aufgetaucht ist? Finde es heraus. Nun, starten wir die Episode. Und da ist ja das Miststück. Also ich kenne sie schon von dem her. Seid nicht allzu überrascht von meiner Reaktion. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich suche Castiel. Hast du ihn irgendwo gesehen? Wer ist das? Ich habe sie noch nie hier gesehen. Aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Hat es dir die Sprache verschlagen? Nein, entschuldige. Ich habe bloß kurz nachgedacht. Es tut mir leid, wenn ich so darauf bestehe, aber ich muss ihn dringend sprechen. Weißt du, wo er ist? Ich sag ihr, wo Castiel wahrscheinlich ist. Ich schicke sie in die falsche Richtung. Er ist in der Richtung Turnhalle gegangen. Vielen Dank. Kein Problem. Schnell, ich muss Castiel unbedingt vor ihr finden. Er war eben im Keller. Also, ab im Keller. Ich frag mich, wer sie wohl ist. Offensichtlich kennt sie Castiel. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich mit solchen Mädchen abgibt. Glaube ich jedenfalls. Hey Rich, wie hat dir das Konzert gefallen? Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss Kasti finden oder es war toll. Du hast großartig gespielt, das Outfit stand dir auch gut. Irgendwie cooler als sonst. Ja, ja. Danke, das Outfit von Rosa stand dir aber auch nicht schlecht. Wirklich? Danke. Ja, ja, ich habe keine Zeit. Keller. Ah, da bist du ja. Was ist denn los? Da ist so ein komisches Mädchen, das dich sucht. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Redest du jetzt von dir in der dritten Person? Nein, ich rede doch nicht von mir oder sehr witzig. Du hast also mit niemandem außer mir geredet. Sehr witzig. Nein, mit niemandem. Jedenfalls keinem, den ich kenne. Nach dem Konzert hingen mir so ein paar Mädchen am Rockzipfel. Aber ich kannte keine davon. Wie? Oder wie viele denn? Du scheinst ja Erfolg zu haben. Ja, ja, wir machen jetzt einen auf desinteressiert. Ja, super, obwohl ich die hasse. Damit hättest du rechnen müssen. Gitarristen sind eben angesagt. Du hast mir immer noch nicht verraten, wer mich sucht. So ein Mädchen mit langen braunen Haaren und kleinen Zöpfen und einer löchrigen Jeans. Also einem ziemlich auffälligen Look, wenn du mich fragst. Das sagt mir nichts. Bist du sicher, dass sie mich sucht? Geht's noch einen anderen, Castiel? Ja, stimmt. Wenn ich sie noch treffe, bevor ich nach Hause gehe, okay. Aber ich hab nicht vor, noch länger hier in der Schule rumzuhängen. Kann ich mit dir mitkommen oder okay, dann bis morgen. Kann ich mit dir mitkommen, Castiel? Hältst du es jetzt nicht mehr ohne mich aus? Ich habe vor allem Angst, dass dieses Mädchen nochmal auftaucht. Ach, Castiel, sei nicht so. Nachdem eben noch so viele Leute hier waren, ist es komisch, die Schule so leer zu sehen. Ich habe zugestimmt, dass du mitkommst, aber das heißt nicht, dass du jetzt weiter hier rumhängen musst. Ah, tut mir leid. Woran hast du denn gerade gedacht? Nichts Besonderes, warum? Nur so. Und, woran denkst du, oder du interessierst dich neuerdings für mich? Ja, interessierst du dich neuerdings für mich,
Ich habe ja wohl das Recht, mich zu fragen, woran du denkst, ohne dass du gleich irgendwelche Schlussfolgerungen ziehst. Und ich habe ja wohl das Recht, dich ein bisschen zu ärgern. Nein, das ist meine Spezialität. Tja, meine auch. Ich würde gern mit ihm reden, bevor er nach Hause geht. Hat dir das Kleid gefallen, das Rosalia für mich gemacht hat? Hä, wieso quatschen wir mit dem über unser Kleid? Ja, es war ganz okay. Und? Findest du, ich sah gut darin aus? Keine Ahnung, du sahst damit aus wie ein kleines Mädchen, das wie eine Frau aussehen möchte. Hehe. Hey, du bist echt gemein. Ich hätte lieber nicht fragen sollen. Ja, Mädchen, das war besser. Komm schon, mach nicht so ein Gesicht. Du warst trotzdem hübsch in dem Kleid. Danke. Es war doch gut, dass ich gefragt habe. Schade, dass du nicht besonders viel hast, womit du das Dekolleté ausfüllen könntest. Immer diese netten Bemerkungen. Ja. Ich wollte gerade nach Hause gehen, als mich jemand am Arm festgehalten hat. Tut mir leid, ich hätte dich gerne nach Hause gebracht, aber ich habe leider keine Zeit. Oh, kein Problem, danke, dass du überhaupt daran gedacht hast. Bis morgen. Bis morgen. Uff, ich habe es geschafft, das Mädchen davon abzuhalten, mit ihm zu reden. Ich hoffe, sie taucht morgen nicht nochmal hier auf. Ich bin direkt nach Hause gegangen. Am nächsten Tag zurück in der Schule. Ja, was müssen wir jetzt? Ding Dong! Eine Ankündigung? Alle Schüler werden darum gebeten, sich im Klassenraum B zu begeben. Die Direktorin möchte eine Ankündigung machen. Das heißt, die Lehrer möchten euch etwas sagen. Das Reden über den Lautsprecher ist nicht so ganz Mrs. Ferrets Sache. Ja, gehen wir doch mal dahin. Uff, ich bin nicht die Letzte. Nathaniel und Cassie sind auch noch nicht da. Bitte setz dich, Richie Rose. Ja, sofort. Ich habe mich neben Viola gesetzt. So. Wie geht es dir? Gut, und dir? Ruhe bitte! Erst einmal möchte ich mich bei euch allen dafür bedanken, dass ihr mit eurer Hilfe so ein Projekt möglich gemacht habt. Warten wir nicht auf Castiel oder Nathaniel? Dank euch konnte die Schule genug Geld einnehmen, um unsere Pläne zu verwirklichen. Die Katastrophe vom Orientierungslauf ist damit auch vergessen. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, von welchen Plänen sprechen Sie? Und ich habe mich gefragt, wer wohl als erstes diese Frage stellen würde. Im Moment können wir dazu noch nichts sagen. Es soll eine Überraschung werden. Da wir Lehrer uns bei der Organisation des Konzertes um nichts kümmern mussten, übernehmen wir jetzt das Aufräumen. Vielleicht werden wir im Laufe des Tages außerdem einige der Schüler um Hilfe bitten, aber es wird sich dabei nur um Kleinigkeiten handeln. Wir möchten uns außerdem ganz besonders bei Richie Rose für die Idee und die Hilfe bei der Organisation bedanken. Richie Rose, könntest du bitte kurz aufstehen? Ja, es ist mir zwar ein bisschen unangenehm, aber es freut mich auch. Das heißt, es würde mich freuen, wenn Emma mich nicht mit ihren Blicken umbringen würde. Das ist alles, was wir euch sagen wollten. Ihr könnt jetzt wieder gehen. Toll. Aber vielleicht können Sie uns eine kleine Andeutung machen, wo Ihre Pläne angehen. Was Ihre Pläne angehen. Ich sagte doch schon nein. Wer nichts wagt, der nicht gewinnt. Autsch! Ich bin hingefallen, als gerade alle aus dem Klassenraum kamen. Alles in Ordnung, Richie? Ja, danke, Armin. Er hat mir geholfen, aufzustehen. Du bist aber auch wirklich ungeschickt. Haha, nein, das war ausnahmsweise nicht meine Schuld. Emma hat mich geschubst. Hey, hörst du mir nicht zu? Entschuldige, ich war gerade in Gedanken. Das habe ich gemerkt. Ich habe gefragt, ob du weißt, wovon die Direktorin gerade geredet hat. Was denn für ein Projekt könnte das sein? Darüber habe ich noch nicht wirklich nachgedacht. Ich frage mich eher, warum Nathaniel und Cassie nicht hier sind. Und da ist dieses komische Mädchen. Ein Mädchen? Welches Mädchen?
Sie ist nicht hier auf der Schule. Sie hatte so eine zerrissene Jeans an und ein Top mit ganz tiefem Ausschnitt. Mist, das hätte ich gerne gesehen. Das hätte ich nicht von dir gedacht, oder hör auf, sonst werde ich noch eifersüchtig. Ja, komm, ich werde eifersüchtig. Falls du sie nochmal triffst, gibst du mir bitte, gib ihr bitte meine Telefonnummer. Ah, das hat er überhört. Das wird schwierig, selbst wenn ich wollte. Ich habe leider keine Nummer. Leider deine Nummer nicht. Dann sollte ich sie dir mal geben. Ich werde mal die anderen fragen, ob sie das Mädchen vielleicht gesehen haben und wenn ja, ob sie sie kennen. Bestimmt treffe ich dann auch Nathaniel und Castiel. Ja. Suchen wir wieder Schüler. So. Hallo Rosalia, gestern hat so ein Mädchen nach Castiel gesucht. Sie trug eine zerrissene Jeans. Hast du sie vielleicht gesehen? Nein, leider nicht. Wer ist das denn? Das weiß ich auch nicht, deshalb frage ich. Da fragst du leider die Falsche, sorry. Ja. Du hast nicht zufällig ein Mädchen mit ziemlich auffälligem Outfit gesehen? Meinst du die süße Kleine, die Lisanna hinterherläuft? Warum? Ist was passiert? Nein, ich meine nicht, die meine ich nicht. Die andere ist ganz und gar nicht süß. Sie trägt so eine zerrissene Jeans. Oh nein, so eine habe ich noch nie gesehen. Ist das eine neue Schülerin? Keine Ahnung, aber das würde ich gerne herausfinden. Wenn es eine neue Schülerin ist, werden wir das bald erfahren. Du solltest also lieber nicht deine Zeit damit verschwenden, sondern es mir mit mir kommen. Mit dir? Wohin denn? Ich will herausfinden, was die Lehrer planen. Bis jetzt habe ich nur ein paar Fetzen aufgeschnappt. Kommst du mit? Nein, lieber nicht. Jedes Mal, wenn ich mit dir gehe, finde ich mich plötzlich im Lehrerzimmer wieder. Es ist schließlich nicht meine Schuld, wenn dort trotz die meisten dort die meisten Informationen zu finden sind. Ja. Ich bin sicher, die Schule bereitet für uns ein Laserspiel vor. Ein was? Oh nein, ich hasse sowas. Oder ja, das wäre echt super. Ja, wäre super. Du kennst das? Ja, es ist echt toll, obwohl man danach immer schweißgebadet ist. Oh, du hast also echt schon mal gespielt? Du bist echt toll, ich sag's doch. Ich freue mich, wenn Armin uns gut findet. Hallo, entschuldige, aber wenn ich störe, aber hast du heute schon Cassie gesehen? Nein, noch nicht. Du auch nicht? Nein, ich hoffe, er ist nicht krank. Dann hätte er dir doch bestimmt Bescheid gesagt, oder? Deshalb mache ich mir ja gerade Sorgen. Ich wollte dich auch was fragen. Gestern Abend war so ein Mädchen mit braunen Haaren und einer zerrissenen Jeans, die nach Kasse gesucht hast. Hast du sie vielleicht gesehen? Nein, und falls doch, erinnere mich mich. Nicht daran. Das ist ja mal was ganz Neues. Ja. Hast du eine Idee, warum es bei den Plänen geht, von denen die Direktorin gesprochen hat? Nein, keine Ahnung, aber ich möchte mich auch nicht unbedingt weiter mit der Frage beschäftigen. Weil das die Überraschung verderben würde. Ah, dann verrate ich dir also nicht, falls ich etwas herausfinde und warum nicht. Ja, Überraschung verderben. Nein, damit hat das nichts zu tun. Ich muss erst Kassier finden, dann kann ich mich mit dem Rest beschäftigen. Aha, interessant. Sind doch beide sich mal krank. Was willst du? Warum hast du mich eben geschubst? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß, dass du es warst. Du warst direkt hinter mir. Du kannst mir gar nichts beweisen. Und jetzt lass mich in Ruhe. Sie ist in die entgegengesetzte Richtung davon gerauscht. Zum ersten Mal hatte sie nicht dieses selbstverliebte Grinsen. Ich frag mich, was sie wohl hat. Ja, Armin ist nicht lange auf der Schule. Ich bezweifle also, dass er das Mädchen kennt, das er nach Kassiel gesucht hat. Wir haben ja vorhin schon mit ihm geredet.
Diese Schule ist echt cool. Ein Orientierungslauf, ein Konzert und jetzt noch ein Ausflug in die Stadt. Ein Ausflug in die Stadt? Ich bin sicher, das ist, wovon die Direktorin gesprochen hat. Sie macht mit uns eine Shoppingtour. Kann schon gespannt sein. Das zieht sich bis zu Episode 25 mit dieser Tour. Mit der Shoppingtour. Dazu hätten wir doch keine Spenden sammeln müssen. Doch, damit. Doch mit dem Geld kann sich jeder aussuchen, was er möchte. Ich lasse ihn weiter träumen, es scheint ihm Spaß zu machen. Ich zerstöre lieber seine Illusionen, bevor er sich noch zu sehr darüber freut. Ja, ich lasse ihn dann weiter träumen. Warum grinst du so? Habe ich irgendwas Lustiges gesagt? Ja, und deshalb mögen wir dich ja auch so gerne. Haha, du bist nett. Tja, du bist ja auch super nett, Alexi. Ich habe weder Kasti noch Nathanin gefunden und niemand kennt das Mädchen von gestern. Ich geb's auf. Klack. Oh, jemand kommt aus dem Lehrerzimmer. Hey, hallo. Du hast mir doch gestern geholfen, Kasti zu finden. Hallo. Was macht die denn hier? Was macht sie im Lehrerzimmer? Es scheint dich zu überraschen, mich hier zu sehen. Das kann ich verstehen. Du warst nicht da, als ich hier noch auf der Schule war. Du bist eine ehemalige Schülerin? Bingo, ich bin Debra. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Rich, eine ehemalige Schülerin. Darum kennt sie also Castiel. Aber bei dem Outfit hätten sich doch die anderen an sie erinnern müssen. Sorry, dass ich nicht länger mit dir quatschen kann, aber ich werde meine alten Mitschüler suchen. Ich habe sie echt lange nicht mehr gesehen. Bis später. Bis später. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Noch schlechter als vorher. Dann ist er also wieder da. Lissana? Er hat uns zugehört? Sonst ist er doch immer der Erste, der sagt, dass man sich nicht in Angelegenheiten der anderen einmischen soll. Ich wüsste zu gerne, was sie hier will. Sie war es, die gestern nach Kasti gesucht hat. Weißt du, was sie von ihm wollte? Ich kann es mir vorstellen. Entschuldige mich, aber ich muss mal telefonieren. Warte, erklär's mir doch bitte. Später, okay? Okay, er wirkt ziemlich ernst. Debra, also, jetzt wo ich weiß, wie sie heißt, finde ich vielleicht mit den anderen mehr über sie raus. Ja. Da hinten sind Kentin, Alexi und Armin. Ich ändere mein Outfit bestimmt nicht. Es gefällt mir, wie es ist. Der Militärlook ist out. Zieh wenigstens mal eine andere Hose an, sonst denkt man noch, du kommst direkt aus der Kaserne. Das war keine Kaserne, sondern eine Militärschule. Und was ist da der Unterschied? Armin mischt sich auch ein. Rich, sag ihnen, dass ich so gut aussehe. Ja, das steht ihm doch gut, oder ist ein Bitte zu viel verlangt? Ja, komm schon, Kentin. Und unhöflich bist du auch noch. Da hat die Militärschule ja nicht viel gebracht. Habt ihr es bald? Sie wollten dich doch bloß ein bisschen ärgern, das ist alles. Es nervt aber. Ja, kann ich verstehen. Okay, wir hören ja schon auf. Jedenfalls erstmal. Er ist wirklich fies zu Leuten, die er nicht mag. Die er nicht mag. Was machst du gerade, Rich? Ich wollte die anderen fragen, ob sie Debra kennen und was sie über sie wissen. Wen? Debra, eine ehemalige Schülerin. Kenne ich nicht. Logisch, du bist ja neu hier. Und du willst nur aus Neugier mehr über sie wissen? Nicht nur deshalb, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Wirklich? Soll ich dir bei deiner kleinen Umfrage helfen? Würdest du das tun? Zu zweit geht das bestimmt besser. Dann komm. Bis später, Jungs. Ich hoffe, wir sehen uns nicht so schnell wieder, Alexi. Freu dich nicht zu so früh, ich bin schließlich auch noch da. Und ich kenne keine Gnade. Der arme Kentchen. Und wie gehen wir die Sache an? Keine Ahnung, mir fällt irgendwie nichts ein. Wir können die anderen einfach fragen. Wenn uns nichts Besseres einfällt, warum nicht?
Okay, dann komm. Ja, da sind Emma und ihre Freundin. Besser, du fragst sie und ich halte mich zurück. Und warum? Sie ist nicht besonders gut auf mich zu sprechen, besonders im Moment. Erzähl doch keinen Unsinn. Alle haben dich gern. Komm. Er hat nach meiner Hand gegriffen und mich hinter sich hergezogen. Was wollt ihr beiden? Also, ich habe eben eine ehemalige Schülerin getroffen und ich würde gern mehr über sie erfahren. Vielleicht kennst du sie. Sie heißt Debra und. Wie bitte? Oh je, diese Reaktion lässt nichts Gutes an. Komm, Mädels, wir müssen dieses Biest finden. Sie sind schnell weggegangen. Oh, da hast du wohl richtig gesehen. Diese Debra scheint nicht besonders nett zu sein. Im Gegenteil, ich habe mich geirrt. Wieso das? Also, wenn Emma sie nicht leiden kann, muss ich zumindest einigermaßen anständig sein. Ach so, nach dem Motto, die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde? Ja, bis jetzt wissen wir nur, was Emma von ihr hält. Wir sollten auch noch andere fragen. Nach allem, was ich gehört habe, hat niemand etwas gegen dieses Mädchen, Rich. Sieht so aus, als hättest du dich geirrt. Ich will trotzdem lieber sicher gehen. Was stört dich denn so an ihr? Sie wirkt zu perfekt, es ist meine Intuition, ich mag ihren Kleiderstil nicht. Ist meine Intuition. Sie wirkt ein bisschen künstlich, sagte er mit einem breiten Grinsen. Ja, du wolltest sie vorher noch kennenlernen. Sie findet sich echt so toll mit ihrem tiefen Ausschnitt und ihrem Make-up, aber sie ist noch hässlicher als vorher. Ah, sie hat wohl gerade von Debra, sie hat wohl gerade Debra gesehen. Keine Sorge, Emma, du hast zu viel Klasse für eine wie die. Wenn du mich fragst, ist das eher der Typ Mädchen, der sich nachts auf den Straßen herumtreibt, um Geld zu verdienen. Die wirkt echt billig und wie die sich schminkt, schrecklich. Die hinterlässt bestimmt überall eine Farbspur, wo sie hingeht. Das sind also typische Mädchengespräche. Da bekommt man ja Angst. Nein, das ist ein typisches Gespräch zwischen Ticken. Ja. Sie sind immer noch damit beschäftigt, hinterm Rücken über Debra zu lästern. Echt schrecklich. Gut, dass du nicht so bist. Ja, wäre ja auch blöd. Hallo Iris, ich habe eben eine ehemalige Schülerin getroffen, eine gewisse Debra. Kennst du die? Oh, wirklich? Debra ist wieder da? Super! Oh, du magst sie also? Ja klar, sie ist echt nett. Sie hat mir immer in Mathe geholfen, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Ihr seid euch echt ein bisschen ähnlich. Findest du? Ja, sie hat auch immer versucht, allen zu helfen. Ich hoffe, sie hat sich nicht verändert. Ich gehe mal zu ihr. Weißt du, wo sie ist? Nein, tut mir leid. Kein Problem, dann suche ich sie eben. Bis später. Haha, das ist ja eine tolle Überraschung. Vielleicht hast du ein schlechtes Gefühl, weil sie dir ähnlich ist. Du hast Angst, dass sie deinen Platz einnimmt. Aber keine Sorge, das passiert schon nicht. Nein, hat das nichts zu tun. Iris mag alle gern. Wir sollten noch jemand anderen fragen. Wie du willst. Wusstest du schon, dass eine ehemalige Schülerin zu Besuch ist? Ja, ich habe es gerade erfahren. Kennst du sie? Nicht besonders gut, aber ich weiß, dass sie nett ist. Wir haben nie besonders viel Gelegenheit gehabt zu reden, weil sie immer so beschäftigt mit ihrer Musik war und ich viel Zeit mit Leid verbracht habe. Sie mag Musik? Die muss cool sein. Haha, wusstest du das nicht? Sie hat in einer Band gespielt, aber dann wurde sie entdeckt und hat eine Solokarriere gestartet. Echt? Und was macht sie dann hier? Keine Ahnung, als ich sie gesehen habe, hat sie mit Iris geredet, deshalb bin ich nicht länger geblieben. Ein Mädchen, das in einer Band spielt, sowas muss Castiel doch gefallen. Langsam verstehe ich und das Ganze gefällt mir überhaupt nicht. Ja.
Iris meinte, du hast wieder mit deinen Befragungen angefangen und diesmal stellst du alle Fragen zu Debra. Ich weiß, ich bin zu neugierig, aber nachdem du mir nichts sagen wolltest. Es tut mir leid, ich wollte zuerst noch etwas klären. Was möchtest du denn wissen? Wer ist sie außer einer ehemaligen Schülerin? Sie ist die Ex-Freundin von Castiel. Ich wusste es. Ex? Was ist denn passiert, dass es aus ihr eine Ex wurde? Darüber wollte Castiel nicht sprechen. Wir haben uns besser angefreundet, als sie sich gerade getrennt hatten. Er hat ziemlich unter der Trennung gelitten. Da wollte ich ihn nicht auch noch zusätzlich drauf ansprechen. Sie hat ihn verlassen? Ja, und warum will sie ihn dann jetzt wiedersehen? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht hat sie es sich anders überlegt. Ich würde gern direkt mit ihm sprechen, aber er ist immer noch nirgends aufzufinden. Lysander wirkt auch ziemlich verwirrt. Das Ganze scheint ihm mehr auszumachen, als er zugibt. Aber abgesehen von der Sache mit Castiel hat noch niemand etwas Negatives über sie gesagt, oder? Aber sie hat Castiel verletzt. Man kann die Leute nicht nach ihren Beziehungen beurteilen. Sie hat bestimmt ihre Gründe, ihn zu verlassen. Auf wessen Seite stehst du denn? Auf der Seite der Wahrheit. Oh, das klingt nach maskierter Rächer. Ja. In den letzten Tagen habe ich so viel zu schreiben, dass ich gar nicht weiß, was ich auf die Titelseite setzen soll. Du weißt über Debra Bescheid, nehme ich an. Ja, ich habe sie eben getroffen und sie hat echt eine Menge zu erzählen, aber sie wollte erst allen Hallo sagen. Sie hat auch von dir gesprochen. Wirklich, was hat sie denn gesagt? Dass du gestern wirklich nett warst und ihr geholfen hast, Castiel zu finden. Also nichts Gemeines. Und hast du immer noch Zweifel? Wir reden noch mit einer Person und da gehe ich und da gebe ich mich geschlagen. Mann, sie hat mich gefragt, ob Cassie mir von ihrem Angebot erzählt hat. Von welchem Angebot? Mehr wollte sie nicht sagen. Ich hoffe, sie will nicht, dass er in ihrer Band spielt. Das hoffe ich auch. Das wäre schrecklich, wenn er die Schule verlassen würde. Komm schon, sieh's mal positiv. Da können wir uns ein bisschen von ihm erholen. Nö. Das hoffe ich auch, sagen wir jetzt mal. Da bin ich ganz deiner Meinung. Weil das andere wäre. Sagt man nicht über Freunde. Hast du Debra gesehen? Ja, ich habe mich gefreut, sie wiederzusehen. Sie hat mir gefehlt. Ihr hättet mir ruhig erzählen können, dass eine Schülerin im Laufe des Jahres die Schule verlassen hat. Entschuldige, ich dachte, du wüsstest Bescheid. Du hast mir zum Album ihr Album geschenkt, zum Geburtstag ihr Album geschenkt. Erinnerst du dich? Ich bin müde, kann ich heute nicht mehr so richtig lesen. Warte, das war ein Album ihrer Band? Ja, ich dachte, das wüsstest du. Ich hatte dir gesagt, dass es eine neue Band ist. Und daraus hätte ich Schlussfolgern sollen. Tut mir leid, du wirst jedenfalls sehen, dass sie echt nett ist. Ihr werdet euch bestimmt gut verstehen. Das glaube ich langsam auch. Siehst du hast dir völlig umsonst Sorgen gemacht. Ich würde aber gern noch etwas überprüfen. Würdest du dir mit mir das Album von Debra anhören? Ja, wenn du möchtest. Ich habe nie was gegen gute Musik. Hast du das Album? Nein, ich werde schnell kaufen gehen. Okay. Okay, ab in den Geschenkshop. Ja, da da da. Das Album von Debra. So eins habe ich Melody zum Geburtstag geschenkt. Wie hieß die nochmal? Ich habe einen komischen Namen. Also. Und? Hast du sie? Ja, ich hab sie. Super, dann lass sie uns mal anhören. Hast du einen Discman dabei? Oh nein, den habe ich zu Hause. Warte, wartest du hier auf mich? Dann gehe ich ihn eben holen. Okay, bis gleich.
Jetzt muss ich warten, bis Alexi zurückkommt. Alles klar, wir können die CD anhören. Mein Discman ist zwar uralt, aber er müsste noch funktionieren. Er hat sich neben mich gesetzt und mir die Kopfhörer aufgesetzt. Dann hat er sein Ohr an meines gedrückt, um auch mitzuhören. Sollen wir es nicht immer lieber umgekehrt machen, dass du setzt die Kopfhörer auf und ich höre mit? Oder seufzen? Nee, nee, sagen wir das. Nein, das ist schon in Ordnung. Du wolltest schließlich das Album hören. Ich werde dir nur sagen, was ich davon halte. Wie du möchtest. Er hat sein Ohr an den Kopfhörer gedrückt. Die Lieder waren ganz gut, obwohl ich keins von ihnen mehrmals hintereinander hätte hören wollen. Debra hat eine gute Stimme. Aber mehr auch nicht. Das ist gar nicht schlecht, aber auch nicht wirklich wirklich etwas Besonderes, wenn du mich fragst. Ja, die Songs von Cassian Lysander beim Konzert waren besser. Vielleicht wollte sie deshalb mit ihm sprechen, damit er ihr dabei hilft, gute Lieder zu machen. Ja, sieht ganz so aus. Komm, mach nicht so ein Gesicht. Er kann nicht einfach so die Schule verlassen. Seine Eltern müssen schließlich erstmal zustimmen. Er ist schon mündig, wusstest du das nicht? Er kann solche Dinge selbst entscheiden. Trotzdem, ich bin sicher, dass du dir umsonst Sorgen machst. Das hoffe ich wirklich. Alexi hat die CD-Hülle genommen und angefangen, das Booklet anzusehen. Sie macht echt ein paar ganz schön extreme Posen auf den Fotos, wie wahrscheinlich alle Stars. Das hat jedenfalls wenig mit dem Bild von dem netten, hilfsbereiten Mädchen zu tun, findest du nicht? Stimmt, nicht besonders viel, aber es ist auch nicht so extrem wie manches, das man im Fernsehen sieht. Bestimmt hat man sie dazu aufgefordert, so zu posen, damit sich das Album besser verkauft. Das hätte ich an ihrer Stelle nicht akzeptiert, oder es ist trotzdem komisch, sie wirkt darauf wie ein Mädchen, das schön ist und das auch genau weiß. Ich hätte das an ihrer Stelle nicht akzeptiert. Du warst noch nie in so einer Situation, du kannst es also gar nicht wissen. Doch, ich bin mir sicher. Du lässt dich davon nicht abbringen, oder? Irgendwie stimmt mit ihr nichts. Stimmt mit ihr nicht. Dann willst du also weiter nachforschen? Ja. Dann aber ohne mich. Ich verbringe zwar gerne meine Zeit mit dir, aber ich habe die Aussagen der anderen von gegen aber mich haben die Aussagen der anderen von Gegenheit überzeugt. Es bringt also nichts, weiter nachzubohren. Okay, danke, dass du mir bis jetzt geholfen hast. Kein Problem, Rich. Gern geschehen. Bis später. Bis später. Ich frag mich, wo ich am besten weitersuchen soll. Ja. Mann, ich habe gerade meinen Bruder getroffen. Er meint, du würdest weiter nach Informationen über Debra suchen. Deborah. Sie heißt Debra, oder das ist nicht der richtige Vorname? Das ist nicht der richtige Vorname. Emma? Nein, Debra. Ich war doch gar nicht so weit entfernt. Na, doch ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Lust zu lernen oder sonst irgendwas für die Schule zu tun. Soll ich dir vielleicht helfen, Infos über dieses Mädchen zu finden? Er hat ihren Namen doch wohl nicht schon wieder vergessen. Ja, gerne, aber ich weiß nicht so recht, wo ich mit der Suche anfangen soll. Dann machen wir jetzt auf Ace Attorney und schalten in den Investigation Mode. Wir gehen in den Raum, in dem es Indizien geben könnte und suchen dort nach Hinweisen. Und sobald wir etwas finden, zeigen wir es Luna, bis sie alles zugibt. Sie heißt Debra, okay, ich bin Maya und du bist Phoenix, oder ich weiß nicht, ob man Videospiele so ernst nehmen soll. Ich bin Maya und du bist Phoenix. Wir reden jetzt mal Computersprachen. Die Rolle steht dir gut, weil ich ein bisschen komisch bin, weil ich genauso süß bin. Weil ich ein bisschen komisch bin. Du musst zugeben, dass es schon komisch ist, dass du unbedingt etwas über das Mädchen herausfinden möchtest, ohne sie auch nur einmal selbst zu fragen. Ich kann ja wohl schlecht zu ihr gehen und sagen: Hallo Debra, wir kennen uns zwar nicht, aber ich habe das Gefühl, dass du unsympathisch bist. Stimmt das? Vielleicht würde sie antworten.
Jetzt bist du aber komisch. Und hast du an einem bestimmten Ort gedacht, an dem wir suchen sollen? Im Lehrerzimmer. Sie war doch mal hier auf der Schule. Da wird es doch sicher eine Akte zu ihr geben. Erst Peggy und jetzt du. Alle versuchen mich heute ins Lehrerzimmer zu bekommen. Peggy wollte auch dorthin gehen. Ja, um herauszufinden, was die Lehrer planen. Danach können wir auch suchen. Bestimmt wird er noch zu Peggys Assistent. Gehen wir. Okay, aber so einfach kommen wir nicht ins Lehrerzimmer. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Wir müssen nur Mr. Fares finden. Was heckt er bloß wieder aus? Und was macht ihr beiden? Wir suchen Mr. Fares. Hast du ihn gesehen? Haha, dann hast du also endlich die Sache mit Debra aufgegeben. Sie heißt Emma. Nein, er hat recht. Und nein, ich habe noch nicht aufgegeben. Und warum sucht ihr denn Mr. Ferrez? Um ins Lehrerzimmer zu kommen. Er guckt Armin so komisch an. Und er grinst. Und Armin strahlt ihn an. Was ist da los? Ich glaube, ich weiß schon was. Warum hat Alexi dich so angeguckt? Keine Ahnung. Du Lügner. Ihr habt euch einen verschwörerischen Blick zugeworfen. Nein, das bildest du dir nur ein. Wetten nicht. Das ist Lissandra. Hast du vielleicht Mr. Ferres gesehen? Ich habe ihn im Klassenraum gesehen. Warum? Es gilt die oberste Geheimhaltungsstufe. Aber die Menschheit ist noch nicht bedroht, wenn dich das beruhigt. Ich hätte jetzt gerne Lissandras Antwort gehört. Armin meinte, ich sollte ihn reden lassen. Dann warte ich mal. Guten Tag, Mr. Varys. Wäre es vielleicht möglich, dass wir etwas aus dem Lehrerzimmer holen? Das soll seine Idee sein? Oh, es tut mir leid, aber ich kann den Schlüssel nicht so einfach aus der Hand geben. Was müsst ihr denn dort holen? Ein Spiel, das mir abgenommen wurde. Ich sollte es wieder abholen, bevor ich nach Hause gehe, aber leider ist niemand da. Ach ja, ich weiß, welches Spiel du meinst. Es liegt auf dem kleinen Beistelltisch. Aber bring mir den Schlüssel hinterher sofort wieder. Er hat Armin den Schlüssel gegeben. Selbstverständlich. Armin ist zu mir zurückgekommen. Siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Du wolltest also eigentlich nur dein Spiel zurückbekommen. Das einer der Lehrer dir abgenommen hat. Er hätte es mir gar nicht erst abnehmen sollen. Ich habe heimlich im Unterricht gespielt, aber Alexi hat ihn auf uns aufmerksam gemacht und so hat er mich erwischt. Stimmt, Alexi mag es nicht besonders, wenn sein Bruder spielt. Gehen wir. Er hat mit dem Schlüssel vor meiner Nase rumgewedelt. Ja, lass uns gehen. Hast du den Schlüssel immer noch, Armin? Ja, klar. Er spielt weiter mit dem Schlüssel herum. Pass auf, dass du ihn nicht durch die Gegend wirfst. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Im selben Moment ist ihm der Schlüssel aus der Hand gerutscht. Ups, der Schlüssel ist durch die Luft geflogen und oben auf den Spind gelandet. Wir hörten ein dumpfes Geräusch und wussten, dass der Schlüssel auf dem Spinden gelandet sein musste. Okay, vielleicht hattest du doch recht. Das darf doch nicht wahr sein. Die werden uns den Kopf abreißen. Jeder muss irgendwann mal dran glauben. Aber doch bestimmt nicht, bevor du dein Spiel geholt hast. Oder das ist nicht der Moment für Scherze. Hilf mir lieber, den Schlüssel wieder zu bekommen. Wir müssen bloß die Spinne verschieben. Ja. Nein, warte. Ich werde die Spinne wegrücken. Meinst du nicht, dabei fällt der Schlüssel runter? Nein, keine Sorge. Ich habe alles im Griff. Das hast du auch gesagt, bevor du den Schlüssel weggeworfen hast. Diesmal passe ich besser auf. Ich habe ihm besorgt zugesehen, aber zum Glück ist der Schlüssel nicht heruntergefallen. Mist, die Spinde sind mit einer Kette an der Wand befestigt. Ich kann sie nicht weiter wegrücken. Dann kommen wir also nicht an den Schlüssel ran. Doch, da ist er. Du musst dich nur zwischen die Wand und die Spinne zwängen, um dran zu kommen. Ich bin noch zu groß, aber du müsstest es schaffen.
bin näher rangegangen. Auf einer dicken Staubschicht war der Schlüssel zu erkennen. Vielleicht solltest du dich besser vorher umziehen, sonst machst du dich schmutzig. Sieht aus, als hätten sie da nie sauber gemacht, seit die Schule existiert. Ja, ich werde mich umziehen. Ich komme gleich wieder. Aufgabe, du darfst keinen Hut, keine Tasche, keine Accessoires und keine Jacke tragen. Okay, Accessoires abziehen. Da, da, da. Oder ich ziehe mich jetzt ganz um. Also, wir ziehen ein... Das kann man anziehen und... Eine alte Hose. So. Noch Schuhe. So. Also. Zur Schule zurückkehren. So, das wäre geschafft. Ist es jetzt besser? Ja. Du hast recht, komm, da ist er. Ich habe mich zwischen die Spinne und die Wand gezwängt und habe den Schlüssel hervorgeholt. Haha, du bist ja ganz voller Staub. Das ist nicht lustig. Halt mal still. Er hat ein paar Staubfusseln aus meinen Haaren entfernt. Los, du schließt am besten schnell das Lehrerzimmer auf, während ich die Spinne zurückschiebe. Zum Glück ist gerade niemand vorbeigekommen. Ja, ich bin zur Tür gegangen, während er die Spinne zurückgeschoben hat. Die Moral der Geschichte ist wohl, dass man... man sollte immer jemand dabei haben, der kleiner und dünner ist. Ist die Moral nicht eher, man sollte nicht mit Schlüsseln spielen, dass man nicht mit Schlüsseln spielen sollte? Wir haben das Lehrerzimmer betreten. Das ist mein Spiel. Er hat sich auf eine kleine Konsole gestützt, die auf den Tisch lag. Jetzt müssen wir Infos zu Sonja finden. Sie heißt Debra. Ich geb's auf. Wir haben die Akte der Schüler angesehen, aber nichts gefunden. Hey, ich bin doch gerade erst auf die Schule gekommen. Wie können die schreiben, ich wäre im Unterricht abgelenkt? Leg deine Akte wieder weg, Armin. Wir sind nicht deswegen hier. Schau dir lieber auch mal deine an, statt hier rumzunörgeln. Nein, das möchte ich nicht. Oder wo ist sie denn? Ja, es interessiert mich. Da, er hat mir eine Mappe hingehalten. Und was steht darin? Dass ich mich ein bisschen mehr anstrengen sollte. Genau wie bei mir. Schlag ein. Meine Noten waren wirklich eher mittelmäßig. Ah, da ist Debras Akte. Ja, und du hast dir sogar endlich den Namen gemerkt. Ich wusste die ganze Zeit, wie sie heißt. Ich fand's nur lustig, wie du dich darüber aufgeregt hast. Er ist genauso ein Scherzkeks wie sein Bruder. Also eine sehr gewissenhafte Schülerin. Gute Noten. Ha! Verbracht ein bisschen zu viel Zeit auf dem Schulflur. Da kenne ich noch eine. Könnten die langsam mal aufhören, ständig irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen mir und ihr zu suchen? Siehst du, es steht nichts Schlimmes drin. Sie hat nicht versucht, die Schule niederzubrennen, also keine Sorge. Sieht so aus. Wir sollten lieber draußen weiterreden. Komm, wir gehen. Ja, wir haben die Akten an ihren Platz gerückt. Zurückgelegt und haben das Lehrerzimmer wieder verlassen. Und was machst du jetzt noch als, was brauchst du jetzt noch als Beweis? Nichts, ich habe mir bloß irgendwas eingebildet. Freut mich, dass du das sagst. Keine Sorge, ich bin sicher, ihr werdet euch gut verstehen. Ich hoffe es. Ich werde Mr. Varese den Schlüssel zurückbringen. Bis später. Warte, ich komme mit. Ich möchte noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen oder okay, bis später. Ja, ja, gehen wir noch mit. Du das. Wo müssen wir jetzt hin? Ich werde versuchen, mich mit ihm zu unterhalten, ja. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was hältst du eigentlich von mir? Oder es ist echt schönes Wetter heute. Ich frage ihn jetzt mal, was ist deine Lieblingsfarbe? Ich mag schwarz. Das ist echt, das steht den meisten Mädchen echt gut. Oh, okay. Ah, da hinten ist Mr. Varese. Bis später. Bis später, Armin. Wenigstens konnte ich ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Ihn scheint es auch gefreut zu haben. Super. Also. Was machen wir jetzt? Mhm.
Alexi nervt mich echt. Die ganze Zeit macht er irgendwelche Sprüche. Er will dich doch nur ein bisschen ärgern. Ich bin sicher, er mag dich eigentlich ganz gern. Es nervt trotzdem. Suchst du immer noch nach Infos zu dem Mädchen, das hier aufgetaucht ist? Debra, ich habe mal aufgegeben. Ich habe mich geirrt. Sie ist okay. Und weißt du, weshalb sie hier ist? Das weiß ich leider immer noch nicht. Ich hoffe, sie ist gekommen, um Kastien mitzunehmen. Dann wären wir ihn endlich los. Das sagst du, weil du immer noch Angst vor ihm hast. Nein, die Schule wäre leer ohne ihn, oder das würde mir gar nicht gefallen. Das würde mir gar nicht gefallen. Magst du diesen Vollidioten, Epper? Sagen wir mal, er gehört hier zum Inventar. Es wäre komisch, wenn er nicht mehr da wäre. Ich wüsste zu gern, was sie von ihm will. Wenn ich mehr Infos über ihn, ihre Band hätte, könnte ich wenigstens herausfinden, ob die anderen Musiker gut auf sie zu sprechen sind. Ich glaube, Cassie hat gestern so eine Zeitschrift in der etwas über die Band stand. Vielleicht liegt die noch im Keller oder in der Umkleide. Du hast recht, den Artikel war nicht besonders positiv, wenn ich mich recht entsinne. Das könnte vielleicht interessant sein. Jetzt muss ich gerade warten, weil hier kommt eine Idee. Ha, ich hab's doch gewusst. Wir kaufen dem lieben Kentchen noch ein paar Kekse. Gut. Also, ich glaube, Cassie hat gestern so eine Zeitschrift in der was über die Band stand. Vielleicht liegt sie noch im Keller oder in der Umkleide. Du hast recht, der Artikel war nicht besonders positiv, wenn ich mich recht entsinne. Das könnte vielleicht interessant sein. Freu dich nicht zu früh. Vielleicht hat Castiel die Zeitschrift auch mitgenommen. Und heute ist er ja nicht da. Und du sa das sagst du mir mit so einem unschuldigen Lächeln. Unschuldig? Nein, überhaupt nicht. Kommst du mit oder bleibst du hier? Kommst du mit? Ja, wenn du möchtest. Super, dann komm. Okay, es scheint ihn zu freuen. Gehen wir in die Umkleiden. Hallo, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Und das war auch gut so. Hihihi. Okay, von mir aus. Also, woher hast du sie wohl hingeräumt? Ich habe immer nachgesehen, aber nur einen in einer Ecke gestopfte Jogginganzug und ein Deo gefunden. Und ein Notizbuch, das Lysander verlegen haben muss. Du meinst wohl, er herumliegen gelassen hat, oder? Notizbuch nehmen, es liegen lassen. Wir nehmen es mit. Hast du was gefunden? Nein, nichts. Und du? Auch nichts. Es sei denn, du interessierst dich für ein Paket Taschentücher unter einem Spind. Wenn die Zeitschrift nicht hier ist, muss sie im Keller sein. Oder bei Kastil. Ja, wir gehen jetzt in den Keller. Hey, ich hab dir Kekse gekauft. Du magst doch bestimmt immer noch, oder? Ja, die mag ich immer noch. Das ist nett von dir. Gern geschehen. Ich esse dich später, okay? Okay. Super, er hat sich wirklich gefreut. Das war eine gute Idee. Gut, haben wir noch Kekse gekauft. Und gibt es Neuigkeiten? Nein, ich wollte mich ein bisschen ablenken und anfangen, den Text für unseren neuen Song zu schreiben, aber ich muss mein Notizbuch verlegt haben. Oh, das habe ich in den Umkleiden gefunden. Hier. Wirklich? Danke. Rich, das sind ja mal ausnahmsweise gute Neuigkeiten. Immer wieder gern bekomme ich dafür einen Stempel auf meine Treuekarte, Florence Notizbuch. Immer wieder gern. Weiter. Verliert er es öfter? Ja, ständig. Ich habe manchmal meine Brille verloren, also man hat sie mir geklaut. Zum Glück trägst du jetzt keine mehr. Ich schaffe es bestimmt auch, meine Kontaktlinsen zu verlieren. Die sind noch viel schwerer wiederzufinden, also passt bloß auf. Ich bekomme langsam Hunger. Hast du vielleicht irgendwas zu essen dabei? Hey, ich habe dir gerade Kekse gekauft. Nein, leider nicht. Schade. Vielleicht finde ich ja irgendwas für ihn. Wie soll ich jetzt finden? Ich habe ihm doch schon Kekse gegeben. Also, woher hast du sie wohin geräumt? Also, wo hat sie Kassi wohl hingetan? Das ist wieder der gleiche Satz. Ich habe überall nachgesehen, aber außer ein paar leere Verpackungen habe ich nichts gefunden. Hast du was gefunden? Nein, nichts. Und du? Nein, auch nichts, abgesehen von der Zeitschrift, die wir gesucht haben.
Echt? Du hast sie gefunden? Oder super, Ken, du bist der Beste. Ja, du bist der Beste. Kentin, nenn mich nicht mehr Ken. Ha, tut mir leid, aber du weißt, dass es das nicht böse gemeint ist. Ja, ist nicht böse gemeint. Oh. Wenn du mich so ernennst, stört mich das eigentlich gar nicht. Ja, was denn jetzt? Er hat mir die Zeitschrift hingehalten. In dem Artikel steht, dass sich mit den Gitarristen gestritten hat und er daraufhin die Band verlassen hat. Die Produktion des neuen Albums wird so lange unterbrochen, bis sie einen neuen Musiker gefunden hat, der ihren Anforderungen entspricht. Sie ist nett, aber launisch, wenn man den Artikel glauben darf. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Ja, naja, es ist nur ein Artikel. Guck dir Peggy an. Die schreibt auch nicht nur die Wahrheit. Sie schmückt sie etwas aus. Gut, okay. Sie dreht die Dinge so, wie es in ihren Kram passt. Wenigstens wissen wir jetzt, was sie von Cassie will. Aus ihm einen Gitarristen machen. Ja, sie möchte, dass er in ihrer Band spielt. Jetzt, wo ich weiß, hätte ich es doch lieber nicht gewusst. Ja, verlassen wir den Keller. Lissandra ist dabei, was zu schreiben. Darf ich dich kurz stören? Ja, natürlich, was gibt es denn? Der Gitarrist hat Debras Band verlassen. Jetzt möchte sie, dass Cassie mit ihr kommt. Ich hoffe, er lehnt ab. Ich möchte nicht, dass er geht. Lissandra? Oh, entschuldige, ich habe gerade über etwas nachgedacht. Nimm es mir nicht übel, aber ich muss jetzt weg. Bis später. Okay, bis später. Er ist mir ein bisschen plötzlich weggegangen. Ich hoffe, ich habe ihm mit der Geschichte keine Angst gemacht. Ich habe noch keine Lust, nach Hause zu gehen. Ich schaue nochmal nach, ob es vielleicht noch etwas zu tun gibt, bevor ich nach Hause gehe. Ja. Alexi ist wirklich gut gelaunt. Es sieht so aus, als hätte er mit dir viel Spaß gehabt. Echt? Umso besser. Er ist wirklich nett, oder? Er ist der einzige Junge, mit dem ich reden kann. Ja, stimmt. Man fühlt sich in seiner Gegenwart gleich wohl. Ich muss noch was überprüfen. Wegen den Lokometer. 80. Was habe ich jetzt bei Kenton? 76. Okay, gut. Umso besser. Bald kommt ja das Abschlussbild. Ich frage mich, wo Lissana gesteckt hat. Du hast mich gesucht. Du bist ganz schön schwer zu finden. Ich laufe viel in der Schule herum. Ich auch. Ich bleibe selten an einem Ort. Normalerweise trifft man die Leute so schneller, aber wenn beide ständig herumlaufen, wird das Ganze natürlich schwierig. Das stimmt. Ich habe gehört, du stellst viele Fragen über mich. Mache ich dich neugierig? Ein bisschen. Und du hast wohl Angst vor mir, oder? Sonst hättest du mich nämlich schon längst selber fragen können. Ehrlich antworten, eine Ausrede finden. Ehrlich antworten. Ich habe nicht mit dir geredet, weil ich dir nicht besonders vertraue und das hat sich durch alles, was ich erfahren habe, auch nicht geändert. Wenigstens bist du ehrlich. Und was genau ist der Grund für dieses Misstrauen? Alle anderen hier mögen dich, abgesehen von der lieben Emma. Aber das spricht ja für dich. Hast du etwa auch die anderen über mich ausgefragt? Sagen wir es mal so, dein Name ist heute öfter gefallen und ich wollte wissen, warum. Oh, hattest du etwa Angst vor mir? Oder warum kommst du jetzt, oder warum hast du mich nicht selber gefragt? Haha, was für ein Scharfsinn. Jetzt entschuldige mich bitte, ich habe zu tun. Was muss ich tun, damit du deine Meinung über mich änderst? Ich bin nicht gemein, im Gegenteil, und alle haben mir gesagt, dass wir beide uns gut verstehen würden. Das haben sie mir auch gesagt. Und? Warum vertraust du den anderen nicht? Weil ich möchte, dass Cassie mit mir kommt? Deswegen, aber auch, weil ich drei Personen in der Schule noch nicht gefragt habe und mir ihre Meinung sehr wichtig ist. Drei Personen. Lysander hat nicht mit mir über dich geredet, jedenfalls nicht wirklich. Er hat mir nur gesagt, dass Castiel dein Ex-Freund ist.
Er ist nicht besonders gesprächig, vielmehr würde er dir nichts sagen. Ich bin übrigens überrascht, dass er mit dir geredet hat. Castile ist heute nicht da, deshalb konnte ich mit ihm auch nicht reden. Er wird dir sagen, dass ich seine Ex-Freundin bin, dass unsere Trennung nicht besonders gut gelaufen ist, aber das ist jetzt verge das ist jetzt aber dass das jetzt vergessen ist. Und Nathaniel konnte ich auch noch nicht nach seiner Meinung fragen, weil er nicht da war. Ah, Nathaniel, na, dich interessiert also, was dieser verklemmte Typ sagt? Ja. Sollte es besser nicht. Er ist ein echter Lügner. Da reden wir wohl nicht von demselben Nathaniel. Ich habe Anstalt gemacht zu gehen. Einen Moment noch. Sie haben mich am Arm festgehalten. Was gibt es denn noch? Punkt, Punkt, Punkt. Sie scheint angestrengt nachzudenken. Autsch! Sie hat meinen Arm so festgehalten, dass es wehtat. Okay, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Willst du, dass ich dir eine kleine Geschichte erzähle, Rich? Ich möchte vor allem, dass du meinen Arm loslässt. Komm mit in den Keller, da können wir uns besser unterhalten. Die Geschichte wird dir gefallen, da bin ich sicher. Ich hatte recht. Jetzt bin ich mir sicher, dass etwas stimmt nicht mit ihr. Und, kommst du? Komm, Rich. Keine Sorge, ich tue dir schon nichts. Ich komme ja schon. Geh in den Keller. Ich hätte Emma gern gefragt, warum ihr Bruder nicht heute da ist, aber ich glaube, nach der Sache mit Debra und den Beinchenstellen von vorhin spreche ich sie lieber erstmal nicht an. Super, bleiben wir hier. Warum wolltest du denn nun mit mir reden? Über Castiel, Nathaniel. Du warst ja noch nicht da, als ich meine Karriere angefangen habe. Und eine so nette Person wie du verdient es, alles zu erfahren. Das Schlimmste ist, dass sie dabei nicht einmal ironisch klingt. So als hätte sie mich wirklich, als hielte sie mich wirklich für eine nette Person. Bist du bereit? Hör gut zu. Ich erzähle das alles nur einmal. Wir hatten gerade eine Probe im Keller beendet, wie jeden Abend seit fast 2 Wochen. Das war echt super. Wir sind echt ein tolles Team. Findest du nicht, Cassiel? Bei einer Stimme wie deiner und einem Profi wie mir an der Gitarre kann das Ergebnis nur perfekt sein. Ha, bloß nicht so bescheiden, Kätzchen. Oder stimmt, das würde ich bloß ohne dich tun. Soll das ein Scherz sein? Sonst bist du auch schlagfertiger. Oh, ich wollte dich aufmuntern. Tam, mein Kätzchen. Mein Kätzchen, oh mein Gott. Nenn mich nicht in der Schule so. Oh, entschuldige. Aber bei allen den Mädchen, die dir hinterherlaufen, sollten sie ruhig wissen, dass du mir gehörst. Wie du sicher denkst, kannst Rich, waren Castiel und ich das perfekte Paar. Also das, was du und er bestimmt niemals sein werdet. Vergiss nicht, gleich kurz zu mir zu kommen, okay? Ich hab was für dich. Wirklich? Du kannst echt nett sein, wenn du willst. Ich werde daran denken. In einer Stunde im Klassenraum, oder? Und sei pünktlich. Ja, bis später, mein Kätzchen. Du bist unverbesserlich. Ich weiß. Was ich vergessen habe zu erwähnen, dass wir zu dem Zeitpunkt so oft geprobt haben, weil uns ein Manager entdeckt hat und aus uns Profis machen wollte. Er setzte ziemlich große Hoffnungen in uns, aber ich wusste, das war auch berechtigt. Ich hatte schließlich das Zeug zum Star. Das einzige Problem war, dass ich vor allem von einer Karriere als Solokünstlerin träumte. So, hier habe ich meine Ruhe. Ich habe nach meinem Telefon gegriffen, um den Manager anzurufen. Tut, tut. Ja, hallo. Hallo, hier ist Debra. Wie geht es Ihnen?
Oh, hallo Depp. Gut, und dir? Bist du bereit für das große Vorsingen? Ja, natürlich. Ich habe dafür jeden Abend geprobt. Super. Und dein Freund, der Gitarrist? Oh, also der, ja. Gibt's ein Problem? Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen erzählen sollte. Komm schon, Depp. Ich weiß, ihr seid zusammen, aber das ist nicht, aber das ist kein Grund, ihn noch länger zu beschützen. Wenn irgendwas mit ihm sein sollte, möchte ich das bitte erfahren. Weißt du, ich hatte Kastien sehr gern. Mehr als du vielleicht denkst. Aber zwischen einer Schulliebe und einer tollen Karriere als Sängerin fiel die Wahl nicht gerade schwer. Ich war sozusagen auch ein Opfer. Er kommt nicht mehr zu unseren Proben. Er meint, wir hätten die Sache eh schon in der Tasche. Er hat sogar angefangen, den anderen Schülern Autogramme zu geben. Ich glaube, es wäre besser, ohne ihn weiterzumachen. Auch wenn es mir weh tut. Ich musste noch eine ganze Weile auf ihn einreden, bevor ich ihn davon überzeugen konnte, Kastien fallen zu lassen. Du hast recht. Es tut mir leid, Depp. Ich rufe ihn an, um es ihm zu sagen. Danke. Bingo! Tut, tut, tut. Er hat aufgelegt. Haha. Bye, bye, Kastien. Es tut mir leid, aber ich will meinen Namen allein auf dem CD-Koffer stehen. Muss Liebe schön sein. Nate, du hast alles gehört? Er ist ohne etwas zu sagen aus dem Zimmer gegangen. Warte, Nathaniel, es ist nicht so, wie du denkst. Wie die alle früher aussahen. Verzieh dich. Halt die Klappe, Blondchen, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Halt dich jetzt bloß nicht für eine Prinzessin, weil irgendein Typ dich entdeckt hat. Ich habe sie ignoriert und bin schnell an ihr vorbeigegangen. Jetzt müssen wir Nathaniel suchen, oder wie? Hallo Lysander, hast du vielleicht Nathaniel gesehen? Nein. Weißt du vielleicht, wo er sein könnte? Nein, tut mir leid. Kein Problem. Oh je. Ich muss ihn unbedingt finden, bevor er etwas sagen kann. Weißt du jetzt, was ich mit Lysander meinte? Er redet nur mit dir so viel. Ich frag mich, was er bloß an dir findet. Tja, ich suche ihm sein Notizbuch. Kastiel! Hoffentlich hat dieser Idiot ihm noch nichts gesagt. Kastiel, bin ich plötzlich nicht mehr dein Kätzchen? Haha, natürlich, mein Kätzchen. Du hast nicht zufällig Nathaniel gesehen? Der? Den habe ich eben getroffen und er hat mich gebeten, die Lautstärke beim Proben zu senken. Was für ein Spießer, oder? Tja, Mama und Papa erwarten eben von ihm, dass er einen guten Eindruck macht. Das hat damit doch schon nichts mehr zu tun. Er bleibt bis spät abends in der Schule und lernt, um gute Noten zu schreiben. Das macht einem mir Angst. Wenn ich so eine Schwester hätte, würde ich auch versuchen, so selten wie möglich zu Hause zu sein. Du findest es komisch zu hören, dass er Nathaniel verteidigt? Verstehst du das Ganze jetzt langsam, meine kleine Rich? Du bist ganz blass. Alles in Ordnung? Er hat mir die Hand auf die Stirn gelegt. Ja, natürlich. Ich entschuldige, aber ich muss weg. Schnell, bevor er den anderen etwas erzählt. Da ist er. Bemühe dich nicht. Ich glaube dir sowieso nicht, dass das, was ich gehört habe, nur ein Missverständnis war. Aber hör mal, Nate, ich liebe Cassie doch. Ich würde ihm doch nie etwas antun. Und nenn mich nicht mehr so. Soweit ich weiß, sind wir keine Freunde. Nein, aber ich bin sicher, wir hätten sogar noch mehr werden können. Was erzählst du da für einen Unsinn?
Ich habe mich ihm zärtlich genähert und gelächelt. Du hast mich immer schon mit deinen Blicken verschlungen, Nate. Du wolltest es mit mir ausgehen, oder? Du bildest dir da was ein. Du bist überhaupt nicht mein Typ. Das glaube ich dir nicht. Ich habe meine Hände auf seinen Oberkörper gelegt und ihn leicht gegen den Schreibtisch gedrückt. Du überschätzt dich, Debra. Du glaubst, mit einem Augenaufschlag und einem Lächeln bekommst du alles, aber das funktioniert bei mir nicht. Komm schon, das bleibt unser kleines Geheimnis. Und ich feuere in 1, 2 Monaten meinen Manager, damit du seinen Platz einnehmen kannst, okay? Du kannst echt super organisieren und auf dich ist Verlass. Der Job ist wie geschaffen für dich. Lass mich sofort los, oder ich werde richtig wütend. Nee, bitte, es würde Cassian das Herz brechen. Das hat er nicht verdient. Stimmt, das hat er nicht verdient. Niemand verdient, mit einer falschen Schlange wie dir zusammen zu sein. Lass mich sofort los. Nein! Ich habe seine Hände genommen und sie um meine Hüfte gelegt. Was? Cassian? Ist das ein Scherz? Sind wir in einem schlechten Film, oder was? Nathaniel hat den Moment genutzt und meine Taille sofort losgelassen. Wer hat dir erlaubt? Mein Kätzchen, bitte, es ist nicht so, wie du denkst. Nimm ihn nicht auch nur in Schutz. Hä? Ihn in Schutz nehmen? Oh, er glaubt, dass Nathaniel sich mir aufgedrängt hat. Haha, ich bin wirklich ein Glückskind. Beruhig dich, wie dieses kleine Biest gesagt hast, ist es nicht so, wie du denkst, Cassiel. Bitte, hör mir ein paar Sekunden zu. Au! Cassiel hat sich auf ihn gestürzt und Nathaniel so einen Schlag versetzt, dass er hingefallen ist. Geh weg, Debra, sofort, den mache ich kalt. Au! Nathaniel hat zurückgeschlagen. Du Idiot, hör lieber erstmal zu, bevor du irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehst. Du hast keine Ahnung, was dieses Miststück über dich denkt. Daraufhin folgten die erste Prügelei zwischen Cassie und Nathaniel. Lysander, Kim, Emma und Iris mussten sie auseinanderbringen. Ich habe mir das Spektakel angesehen und war etwas überrascht, welche Wendung die Sache genommen hat. Ich war die arme kleine Debra, der Schülersprecher die Schuld in die Schuhe schieben wollte. Toll, oder? Müssen wir wieder zurück, oder? Ah, wir müssen nochmal Cassie sprechen. Da ist niemand. Da ist auch niemand. Gehen wir nochmal hier hin. Nein. Da ist auch niemand. Da ist auch niemand. Das verzeih ich dir nie. Was verzeihst du mir nie? Dass du meinen Bruder und Cassian aufeinander gehetzt hast. Die beiden konnten sich doch nicht besonders leiden. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Sie haben sich aber auch nicht gehasst. Vielleicht wären sie sogar noch Freunde geworden und ich wäre leichter an Cassian rangekommen. Was die Manipulation von anderen angeht, musst du noch viel lernen, Emma. Sehr viel. Ich hätte echt nicht gedacht, dass Nathaniel so stark ist. Wir mussten ihn zu dritt festhalten. Ich war auch echt überrascht. Du hättest uns ruhig helfen können. Du hast dich nicht von der Stelle gerührt. Ich hatte Angst. Es tut mir leid, Kim. Ich bin nicht so mutig wie du. Oh, nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben es geschafft, sie zu trennen. So einfach ist es, alle zufriedenzustellen. Naja. Cassiel ließ sich von Iris verarzten. Mein Kätzchen, du hättest doch nicht... Es tut mir leid, und außerdem mochtest du ihn. Wenn ich irgendwas tun kann, sag es mir. Iris, könntest du uns bitte einen Moment alleine lassen? Was ist los? Warum ist er plötzlich so abweisend? Ja, natürlich. Das war... Das, was passiert ist, tut mir leid, Cassiel. Sie ist sofort weggegangen. Der Manager hat mich gerade angerufen. Ach ja? Das ging ja schnell. Deswegen warst du so blass, stimmt's? Weil er es dir schon gesagt hatte. Es tut mir leid, Kätzchen. Ich habe wirklich versucht,
ihn zu überzeugen, dass du bleiben kannst, aber ich glaube, ich habe allein bessere Chancen. Wenn du wüsstest, wie traurig mich das macht. Was für ein Scheißtag. Erst muss ich mit ansehen, wie sich so ein Arschloch an meiner Freundin ranmacht und dann erfahre ich, dass ich sie ohne mich weggehen soll. Dann werden wir uns bestimmt nicht mehr so oft sehen. Lass uns realistisch sein. Es hat keinen Sinn, weiter zusammen zu bleiben. Wie bitte? Ich werde weggehen, um mein Album aufzunehmen und dann vielleicht in andere Städte reisen. Ich werde einfach keine Zeit mehr für dich haben. Das ist besser, wir machen jetzt einen positiven Schluss, anstatt uns in ein paar Monaten im Streit zu trennen. Im Positiven? Machst du dich etwa über mich lustig? Kätzchen, wenn du wüsstest, wie leid mir das tut. Und so haben Cassiel und ich uns getrennt. Er hat mich nicht einmal gebeten zu bleiben. Das war schon fast ein bisschen verletzend. Aber für mich ist ja letztendlich alles gut ausgegangen. Geh zurück in den Keller, um den Zeitsprung zu beenden. Und? Hat dir meine kleine Geschichte gefallen? Warum hast du mir das alles erzählt? Glaubst du wirklich, ich halte den Mund? Ich habe dir auch meine Gespräche mit den anderen erzählt. Selbst du solltest begreifen, was ich dir damit sagen wollte. Nein, keine Ahnung. Also gut, alle vertrauen mir. Und wenn du versuchen solltest, sie vom Gegenteil zu überzeugen, denk daran, was Nathaniel passiert ist. Niemand hat ihm geglaubt. Alle dachten, er würde die Geschichte aus Eifersucht erzählen, um seine Mitschüler die Freundin auszusparen. Und ich werde sie genauso und dich werden sie genauso für eine eifersüchtige Zicke halten. Niemand wird dir die Geschichte je glauben. Hab mich gefreut, dass wir uns so nett unterhalten haben. Sie hat mir auf die Schulter geklopft. Bis später, Rich. Und vergiss nicht, alle mögen dich hier. Es wäre doch schade, wenn du ihr Vertrauen verlieren würdest, nur weil du mich bei ihnen schlecht machen möchtest. Ich habe sowieso schon gewonnen. Sie hat den Keller verlassen. Ich stand einen Moment fassungslos da und konnte mich nicht mehr bewegen. Oje, was soll ich bloß tun? Das ist schon eine Geschichte. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich hatte mit meinem Verdacht recht, aber ich kann mit niemandem darüber reden. Selbst wenn ich mit den Jungs weiter nachforschen würde, würden sie mich für paranoid halten. Ich weiß nicht, was mit Kastin und Natani los ist und warum sie heute nicht da waren. Das war heute echt nicht mein Tag. Bist du das, Rich? Hm? Jetzt ist die Frage, kriegen wir jetzt Natanja, kriegen wir jetzt Armin oder kriegen wir jetzt Kenton? Ha, super. Richtiges T-Shirt. Was machst du denn für ein Gesicht? Stimmt was nicht? Doch, alles in Ordnung. Ich bin nur müde. Weißt du, was ich mache, wenn ich müde bin? Nein, was denn? Du gehst schlafen? Alex ist out then. Nein, ich spiele auf der Konsole. Dabei musst du so konzentriert sein, dass du nach hellwach bist. Ich habe keine besondere Lust zu spielen oder warum nicht, so komme ich wenigstens auf andere Gedanken. Ich habe keine besondere Lust zu spielen, jetzt nicht. Du bist nicht besonders feinfühlig, Bruder. Siehst du nicht, dass sie schlecht drauf ist? Ich habe nur gesagt, dass ich müde bin. Gerade wenn man schlecht drauf ist, wirkt Spiele wahre Wunder. Das heitert dich bestimmt auf, Rich. Wenn es weiter nichts ist... Autsch, Alexi hat mir in die Wangen gekniffen, um mich zum Lachen zu bringen. Siehst du? Dazu braucht man keine Konsole. Au! Schon okay, ich hab's verstanden. Illustration ansehen. Oh. Aber die Haare finde ich cool. War doch eine gute Idee, sie wieder violett färben zu lassen. Wenn das so ist, gehe ich eben alleine spielen. Komm mit, Rich. Wenn wir ihn lassen, ist er nachher schlecht drauf. Ich bin ihm bis zu einem Klassenraum gefolgt. Wir haben viel geredet und ich habe es sogar geschafft, nicht mehr an Debra zu denken. Trotzdem muss ich etwas dagegen unternehmen.
dass sie noch einmal Schaden anrichtet. Super, du hast Episode 15 beendet. Jetzt geht es weiter mit Episode 16. Episode beenden. Nun, das war's auch schon wieder. Jetzt kommt eine der emotionalsten Episoden. Also Episode 16 ist wirklich eine ziemlich aufwühlende Episode. Das werdet ihr aber erst beim nächsten Mal sehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bye!